Hey Freunde und damit herzlich willkommen bei eurem Tunnelfon. Ich dachte mir, wir machen heute einfach mal eine kleine Zusammenfassung von den Sachen, die wir bereits über die Vollversion von Hello Neighbor wissen, damit ihr einfach mal alle auf dem neuesten Stand seid und damit ihr alle ungefähr wisst, was uns in der Vollversion erwarten wird. Denn wir haben ja auch mittlerweile das Release-Datum der Vollversion, welches am 29. August ist. Das bedeutet, ab dem 29. August ist die Vollversion für alle vollkommen frei erhältlich. Und wir haben ja auch bereits einige Infos von den Entwicklern bekommen, wie es ungefähr in der Vollversion aussehen wird. Denn wir hatten ja damals die Alpha 2 und ihr erinnert euch bestimmt daran, das war die Alpha mit dem kleinen blauen Haus. Ihr seht es jetzt auch gerade nochmal hier im Hintergrund. Und die Entwickler haben ja bereits gesagt, dass diese Alpha 2 quasi das fertige Tutorial-Level für die Vollversion ist. Das heißt, wenn wir dann am 29. August die Vollversion endlich spielen können, haben wir vermutlich ein kleines Tutorial-Level, wo wir halt erstmal quasi im Setting der Alpha 2 erstmal lernen, wie das Spiel Hello Neighbor überhaupt richtig funktioniert. Außerdem haben die Entwickler gesagt, dass sie zur Vollversion noch richtig viel Content in das Spiel reinbringen möchten. Einen kleinen Vorgeschmack davon haben wir jetzt bereits in der Alpha 4 gehabt mit diesen Minigames, die wir absolvieren mussten und womit wir dann quasi solche Spezialfertigkeiten erhalten haben. Mit diesen Spezialfertigkeiten konnten wir dann quasi gegen den Nachbarn kämpfen und hatten einen Doppelsprung, mit dem wir quasi im Ending erst richtig vorangekommen sind. Meine Vermutung ist jetzt, dass wir quasi in der Vollversion noch mehr solche Minigames kriegen und wir vielleicht auch noch mehr Zwischenrätsel haben, weil jetzt hatten wir quasi in der Alpha 4 nur zwei Minigames und konnten dann direkt im Ending zum richtigen Ending marschieren. Meine Vermutung ist halt jetzt, dass wir in der Vollversion noch mehr von solchen kleinen Minigames und größeren oder kleineren Zwischenrätseln bekommen werden. Und was auch natürlich wichtig ist für die Vollversion, dass wir endlich eine richtige Story kriegen. Weil wir haben ja schon so viele Story-Elemente in den verschiedenen Alphas gesehen, so viele verschiedene Vermutungen haben wir schon aufgestellt, worum es in Hello Neighbor gehen könnte, was der Grund ist, dass der Nachbar so penetrant uns gegenüber ist, was der Nachbar überhaupt im Keller versteckt. Keiner weiß es und wir werden es vermutlich in der Vollversion endlich rausfinden. Auf was wir natürlich auch noch sehr gespannt sein können, ist die Beta-Version, die ja jetzt vor kurzem erst angekündigt wurde. Was wir jedoch bereits wissen, ist, dass nicht jeder Zugang zur Beta bekommen wird. Und es wird auch keine offene Beta sein. Das bedeutet, nicht jeder, der das Spiel jetzt bereits im Early Alpha Access gekauft hat, wird automatisch Zugang zur Beta erhalten. Da wird es nochmal so eine Art Ausschlussverfahren geben. Und außerdem wird es halt, wie eben schon mal erwähnt, quasi eine Closed Beta sein, also keine offene Beta. Also werden, denke ich mal, auch nicht wirklich Videos über die Beta durchsickern, durchkommen oder gemacht werden dürfen. Einfach nur, um da eine gewisse Stufe der Geheimhaltung zu erhalten. Weil jeder, der das Spiel auch jetzt bereits im Early Alpha Access gekauft hat, hat auch eine Info-E-Mail dazu bekommen, wo quasi drin steht, dass es keine offene Beta sein wird, dass kaum Leute Zugang dazu erhalten werden. Und dass es halt quasi nur darum geht, nochmal ein paar Bugs und so weiter zu finden, falls denn welche da sind. Das sind quasi die Infos, die wir bis jetzt zur Vollversion von Hello Neighbor haben. Am 29. August ist es soweit. Das ist nicht mehr so weit hin. Bis dahin werden wir, wie gesagt, uns noch ein bisschen in der Alpha 4 austoben, denn wir haben noch genug Sachen, die wir in der Alpha 4 finden können, die wir rausfinden können, die wir unter die Lupe nehmen können. Wir haben ja noch quasi die ganze Map noch gar nicht erkundet. Das werden ich und ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch machen und die Alpha 4 nochmal wirklich komplett durchsuchen. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Hinweise, man weiß es nicht. Wir werden sehen, Freunde. Auf jeden Fall würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch auch so sehr auf die Vollversion von Hello Neighbor freut, was ihr so hofft, was in der Vollversion alles drin ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.